Hallihallo alle. Ich warte noch eben, bis die ersten sich zeigen. Oder sind alle schon von der Hitze aufgeschmort? Nein, da ist schon jemand. Fein. So, herzlich willkommen zu diesem Facebook Live, ein Quickie. Ganz kurz, weil es ist echt heiß. Und man könnte sich echt fragen, warum mache ich das eigentlich? Ja, warum setze ich mich hier hin, wenn es so heiß ist? Man könnte im Pool liegen, wenn man einen hätte. Oder in der kalten Badewanne oder sich kalt duschen. Warum mache ich das? Das war so die Frage, die wir beim letzten Kurs in München gestellt haben, bei dem Zeig-Dich-Kurs. Und das war ein Kurs, wo es darum ging, wie zeige ich mich? Ja, ich möchte mich so gern zeigen, aber nicht gesehen werden. Also wie zeige ich mich? Und da haben wir Videos gemacht, die Leute haben vor der Gruppe geredet. Und das Interessante war, und es ist mehr als interessant, es war wie Magie. In dem Moment, wo es die Frauen, es waren nur Frauen in dem Kurs, wo die Frauen begriffen haben, dass sie tatsächlich eine Botschaft haben und dass sie tatsächlich ein Bedürfnis und ein Verlangen haben, etwas weiterzugeben. Und warum wollen sie das tun? Super einfach, weil sie wollen, dass andere sich wohlfühlen. Das war echt die fette Erkenntnis an diesem Wochenende für alle. Wir tun die Dinge nicht einfach nur so. Wir tun die Dinge nicht einfach nur, weil wir Geld verdienen wollen. Das ist nicht der Grund. Wir könnten sonst was machen, wenn wir Geld verdienen wollten. Irgendwas in uns ist da immer, das uns sagt, wir möchten, dass die anderen sich wohlfühlen. Und versteht mich nicht falsch, Geld ist fein, ja, und ihr kriegt auch Geld, wenn ihr anderen helft, wenn ihr diese Dankbarkeit spürt und Dankbarkeit, da, dankbar seid für diese Dankbarkeit, die ihr spürt. Aber die Frage, wie bringe ich die Dinge an den Mann, hilft nicht. Nur die Frage, warum? Was ist es, was mich treibt? Was ist es, was ich will? Und das war echt für viele der Knopf, der das Ganze gedreht hat. Und wir haben das wirklich beobachten können. Ich habe sie alle gebeten, das, was sie verkaufen wollen, sozusagen, uns darüber zu erzählen. Und da war keine Energie. Dann habe ich sie gefragt, warum wollt ihr das? Was ist das, was ihr für andere haben wollt? Und dann haben sich die Dinge geändert. Weil ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ob es euch bewusst ist. Und es gibt sicher andere, bei denen es anders ist. Aber die meisten, schätze ich mal, die mir jetzt zuschauen, bei denen ist es genauso. Da ist irgendwas in uns, das ein Beitrag sein will. Da ist irgendwas in uns, das weiß, dass wir was zu sagen haben, dass wir was beizutragen haben, damit andere sich wohlfühlen. Wir lieben es nonstop, wenn andere sich wohlfühlen und wenn wir dafür sorgen können, dass andere sich wohlfühlen. Und das kann in Beziehungen sein oder eben im Business, ja, in der Arbeit, die ihr tut, egal welche Arbeit. Wenn ihr wirklich schaut, was ist es, was ich will? Warum mache ich das alles? Warum strenge ich mich an? Warum bin ich liebevoll? Warum sage ich das, was ich sage? Warum habe ich diese Methode, die ich weitergeben will? Warum, warum, warum? Und ihr könnt viele Warum-Gründe finden, aber das richtige Warum ist, ihr wollt, dass es anderen besser geht. Und ich möchte noch weitergehen. Ihr wisst, dass es euch besser geht, wenn es anderen besser geht. Weil das Ding ist, wir sind nicht getrennt. Je mehr Menschen ich um mich herum habe, denen ich beitragen kann, damit sie sich besser fühlen, desto besser fühle ich mich. Und da ist nichts Verkehrtes dran, egal was man euch erzählt hat. Das ist einfach, wie wir funktionieren. Unser inneres Wesen, unser inneres Wissen, unser innerer Mensch weiß, dass da keine Trennung ist und dass wir nur glücklich sein können, wenn wir beitragen zum Glück von allem. Also zumindest, wenn ihr so gestrickt seid wie ich. Das sind die meisten. So, das ist meine Einladung an euch heute. Wenn ihr irgendwas verkaufen wollt, euch oder irgendeine Methode oder irgendein Produkt, hört auf, nach dem Wie zu suchen. Wie mache ich das? Wie kann ich da am besten die Worte finden? Wie kann ich
es so einpacken, dass alle es haben wollen, sondern lass das mal weg. Geht in das Warum. Warum will ich das? Wie würde ich mich fühlen, wenn da so viele Menschen wären, die dankbar für das wären, was ich tue, bin, sage? Wie würde ich mich fühlen? Und dann schaut, was ist das für ein Gefühl, was steigt da hoch? Tiefe Dankbarkeit, Freude, ja. Dieses Wissen, dass da draußen Leute sind, deren Leben ich irgendwie zum Positiven verändert habe. Wow, wie schön ist das? Ja. Und das Ding ist, wenn ihr so ein Business habt, haben ja nicht alle, aber wenn ihr so ein Business habt, wo Leute was von euch kaufen sollen, ist das der beste und einzige Trick für mich mittlerweile. Och, Schweiß rinnt. Dieses rauszugehen aus der Frage, wie muss ich mich verkaufen, wie muss ich mich verstellen, welche Worte muss ich benutzen, sondern dieses, was möchte ich damit, was will ich damit, warum mache ich das überhaupt? Und dann fließen lassen. Wir hatten in dem Kurs berührende Erlebnisse, als Leute begonnen haben, einfach fließen zu lassen. Was es ist, was sie mit ihrer Vision erreichen wollen. Wir hatten eine Frau, also die hat mich zufällig gefunden an meinem Kurs, mit der hatte ich vorher noch nie zu tun, die kannte ich nicht, die kannte mich nicht. Und die ist faszinierend gewesen. Eine sehr klare Persönlichkeit, sehr liebevoll, die neben ihrem sehr erfolgreichen Business sowas wie TED-Talks organisiert. Sie organisiert Events, zu denen die Menschen einlädt, ihre Geschichte zu erzählen. Und die Leute zahlen ganz wenig Eintritt, nur so gerade, dass die Kosten gedeckt sind. Und sie findet die faszinierendsten Menschen und lässt sie sprechen, ihre Geschichte erzählen und das Publikum dann mit denen diskutieren. Und warum? Warum? Als sie begonnen hat, darüber zu sprechen, warum sie das tut, wollten wir alle hin. Ja, weil, was will sie damit? Weil sie genau weiß, da sind Menschen, deren Geschichten inspirierend sind und dass da kein Weg daran vorbeiführt, dass diese Geschichten andere inspirieren können. Man muss ihnen nur eine Plattform bieten. Und mit diesem Tun, mit dieser Plattform, die sie bietet, inspiriert sie so viele, die wiederum andere inspirieren, die die Welt besser machen. So. Dieses Warum zu finden, warum tun wir was? Warum hocken wir uns vor Facebook? Warum hocke ich mich bei der Hitze vorm Computer? Da ist was in uns, das sagt, tu das, mach das, dadurch wird die Welt schöner. Ja, so bitte haltet euch nicht zurück. Hört auf mit eurem Verstand nach dem Wie zu suchen, wie ihr das tun müsst, sondern bleibt in diesem Warum. Was ist es, wie ich mich fühlen will? Was ist es, was ich weiß, wie es sein könnte? Stellt es euch vor. Sprecht darüber. Lasst es raus. Dieses Warum. Weil dieses Warum ist, schätze ich mal, das, weshalb ihr hier seid. Ja. So, und ich liebe es, mit Leuten darüber zu sprechen und das rauszukitzeln. Dieses Warum in den Menschen und ihnen Tools an die Hand zu geben, mit denen sie das leicht tun können, mit denen sie sich dann leicht in der Welt zeigen können. Wenn das für euch spannend klingt, ich habe am 28. Juli bei mir zu Hause in der Villa Totzenbach wieder einen Zeig-Dich-Kurs und am 23. Juni einen Vorstellungskraft- und Revisionskurs, wo wir wirklich mit unserer Vorstellungskraft spielen, um das in die Welt zu bringen, was wir wollen. So, vielleicht sehe ich euch irgendwo, irgendwann, irgendwie. Und wenn nicht, das nächste Mal, wenn ihr ein Video macht, das nächste Mal, wenn ihr einen Text schreibt, das nächste Mal, wenn ihr mit jemandem eine Kommunikation habt, überlegt euch nicht mehr mit eurem Verstand, wie bringe ich das rüber, was muss ich sein und tun und sagen, sondern warum, was will ich haben am Ende dieses Gesprächs, am Ende dieses Videos. Am Ende dieses Vortrags. Wie will ich mich fühlen? So,
Danke, meine Lieben, fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt alle eine Chance, euch abzukühlen, in welcher Weise auch immer. Und ansonsten genießt weiterhin euch, den Sommer und alles, was da um euch herum ist. Und wir sehen uns. Danke.